Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei uns und einem weiteren Horrortitel, denn wir schauen uns heute auf der Wii U Project Zero Priesterin des Schwarzen Wassers an. Und wenn ihr auch Bock auf das Spiel bekommt, könnt ihr einfach bei unserem Gewinnspiel mitmachen, denn wir verlosen eine Limited Edition von dem Spiel. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist euch einfach auf der Wii U die Demo davon aus dem eShop runterladen und uns einfach ein paar Ausschnitte von euch zeigen, wie ihr das Spiel spielt. Also am besten einen kurzen Clip und unter den besten verlosen wir dann einmal Project Zero in der Limited Version. Okay, aber jetzt starten wir direkt mal durch. Diese Lichtblitze. So. Und ein neues Spiel. Die Geschichte des Spiels ist frei erfunden. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Okay, das ist gut, weil ich glaube nämlich, bei dem alten Project Zero war das auf einer wahren Begebenheit. Also zumindest so teilweise. Das hat das Ganze schon ganz schön gruselig gemacht. So, im Gebiet um den Hikami-Berg haben sich Fälle von Menschen, die auf mysteriöse Weise spurlos verschwunden sind, angehäuft. Eines der Opfer ist Mio Hinasaki, die eines Tages plötzlich in einem alten, halb überfluteten Gebäude erwacht. Okay. Das passiert ja meistens bei Project Zero um so einen Fluch, der irgendwo entstanden ist, weil, ja, jemand nicht so ganz nette Sachen gemacht hat. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Was ihr da quasi alles auf dem Bildschirm seht, sehe ich dann immer alles auf dem Pad quasi. Das Pad ist dann meine Kamera. Also ich habe die Geister mal direkt vor den Augen dann. Okay. Das nenne ich mal wirklich halb überflutet. Oh, Jemine. Das dürfte nicht so angenehm da sein. Where am I? Okay. Ich muss von hier verschwinden. Umsehen, okay. Ja, nicht so cool. Okay. Oh Gott, schnell. Das ist alles andere als schnell. Ja. Ich muss einen Ausgang finden, okay. Ist irgendwie auf jeden Fall die Sticks umstellen. Ich habe das lieber nämlich invertiert, die Steuerung. Am Ende des Gangs kann ich Licht sehen. Oh oh. Ja. Sie verfolgt mich. Lauf doch. Hatte Z gedrückt zum Laufen. Okay. Nein! Oh.
Was ist da passiert? Sind noch recht langsam. Okay. Oh nein. Was ist denn? Nein! Oh Gott, doch. Ich dachte schon, die Tür war ja zu. Puh. Hilfe! Da ist irgendwie. Ist noch. Ohohoho. Sie lässt sich aber auch gut Zeit. Na super. Mio Inazaki ist verschwunden. Okay, wir spielen es anscheinend zuerst mit Yuri. Es scheint ja eben da, dass wir mit drei unterschiedlichen Charakteren spielen. Bei den Bewohnern der Dörfer am Fuße des Hikami-Berges wurde eine einzigartige Gabe von Generation zu Generation weitergereicht. Als Schattenwahrnehmung bezeichnet, erlaubt diese Gabe ihnen, die Schatten oder auch die Spuren derer nachzuverfolgen, die auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Dies ähnelt den Praktiken und dem Psychometrie in anderen Teilen der Welt. Okay. Yuri Kosukata begleitet ihre Mentorin Hisoko Urasawa, eine solche Meisterin der Schattenwahrnehmung, zu einem verlassenen Gasthof auf dem Hikami-Berg. Mit der Vermutung, dass Yuri mit ihrer richtigen Ausbildung ein wahres Talent für diese Kunst der Schattenwahrnehmung entwickeln könnte, beschließt Hisoka,
sie bei einem ihrer Aufträge mitzunehmen. I thought that I'd be scared of death. But I can't even cry. I am alone. In the end, I am alone. I will end it all. Alone. Yuri? Huh? What we're looking for should be in here. This is an excellent chance for you to take the lead. Here, take this. Ah. This is a camera obscura. It will let you see the unseen, including the clues that will help you find what we're here for. This is your opportunity, your first case. I'm sure you'll do well. Okay, damit haben wir jetzt eine Möglichkeit, uns zu verteidigen. It works exactly like a normal camera. Give it a try. Just hold up the camera. Halte das Pad vor dir hoch, okay? Drücke X, um den Fotomodus zu aktivieren. Yay, ist immer cool. Jetzt seht ihr quasi immer nur das, was ich quasi gerade anvisiere. Und ach, wir müssen auf sie, okay? The camera obscura photographs the netherworld, a whole Drücke other ZR world separate from our own. Um fotografieren. Ha. Wunderschön, jetzt hat sie gerade die Augen zugemacht. War, Mensch. Bewege L nach hier unten, um dich mit der Kamera wegzubewegen. Ach nee, das war gar nicht L. Bewege das Pad oder um das zweite ausfindig zu machen? Natürlich müssen wir ihr auf den Körper fotografieren. Fotografiere beide gleichzeitig. Muss ich noch ein bisschen zurückgehen? So. Das ist auf jeden Fall ein besseres Bild geworden. Um den dritten ausfindig zu machen. Und jetzt senkrecht halte, um alle zu fotografieren. Meine Güte. Ha, ist es nicht ein schönes Bild geworden? Halte ZL gedrückt, um das Viereck mit einem Viereck zu fixieren und drücke dann. So. Aber darauf kannst du mehrere Fotos schießen. Komm, weg. Das ist doch ein schönes Bild. So, einmal. Yay. So. Und auf X können wir jetzt verlassen. Das ist anscheinend dieser Fokusmodus, okay. So. Gut, nachdem wir das jetzt aber erstmal gelernt haben, verabschiede ich mich für diese Folge. Oh, wir haben ein Leichenfoto bekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen Runde Project Zero wieder. Und wie gesagt, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, das läuft bei uns jetzt eine Woche, danach werden wir das Ganze verlosen. Filmt euch einfach per Handy oder wie auch immer ihr das machen möchtet, während ihr die Demo von Project Zero, die es im eShop gibt, spielt. Und dann werden wir es unter allen Einsendungen einmal die Limited Edition von Project Zero verlosen. Also dann viel Spaß und bis morgen dann. Ciao, ciao.